Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Europa Universalis 4 mit den Usbeken. Ja, machen wir weiter, wo wir gestern stehen geblieben sind. Beim Besetzen von den Usbeken, nachdem wir die Bojaten hier oben als Vasall geholt haben. Oder vassalisiert haben, besser gesagt. Zu Tornogobi haben wir. Dann kommt jetzt Govi dran. Mit denen marschiere ich hier hin, nach Alxa. Okay. Mit denen runter nach Ordos. Ja. Kostet mich zwar relativ viel Manpower, aber das passt schon. Das geht schon noch. Nach Regin. So. Und dann können sie bald nicht mehr irgendwo hinfliehen. Mit denen laufe ich jetzt nämlich hier vor und dann... Mal schauen, wo sie hinfliehen. Ob sie überhaupt noch irgendwo... Okay. Damit hätten wir das auch. Ja. Genau. Naja, mal schauen, wie lange das andere jetzt noch dauert. Ich gebe doch weiß dann schon mal das alles hier an. Ja. An. Bojaten. Das sehen sie ja alles als. Wirklich ihres an, beziehungsweise das wollen sie ja haben. Das ist alles. Das können sie von mir aus auch gerne bekommen. Gerne. Habe ich echt kein Problem damit. Ich werde die sowieso bald dann. Obwohl, naja, Gobi und Echin hätte ich mal lassen können. Würde ich mir zumindest Echin und all ja, dieses andere Dingens halt. Ja. Ich kann ja durch die dann immer noch durchlaufen und Ansprüche fingieren, das sollte denen nur nicht so schwer fallen. Den Typen. Den Bojaten. Boah, diese Jaden. Nee. Ja, nehmen wir mal raus. Den Anführer. Ja. Naja, mal schauen, wie lange das noch dauert. Dann habe ich es ja zu 100% besetzt. Oder haben die sich mittlerweile mit irgendjemandem verbündet gehabt? Nein. Na dann. Es fehlt nur noch die Hauptstadt von denen. Und dann... Sind wir da schon so weit? Irgendein Bündnis gebrochen. Xi mit Yan. Okay. Also doch kein Yan. Naja. Was soll's? Nee, hab ja auch nur Spaß gemacht jetzt. Okay, Ulan Cup. Besetzt durch Usbekistan. Das kriegen die Bojaten ab. 100%. Ich nehme Echin und Alxa. Und die bekommen hier oben Selenge, Dornod, Yurim, Xingol, Eren. Von mir aus auch noch. Obwohl, nee. Das wollte ich dann eigentlich.
Nein, was muss ich mal kurz gucken? Das hat leider. Was hat das? Hat das? Müsste. Also, oder es. Obwohl, nee, ich nehme den einfach alles ab, das passt schon. Das ist so weit wie halt möglich, ne? 98, das geht sogar. Wow. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Und halt noch zweimal Kohle. Na dann. Tschüssi. Oh, 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 oh. Meine Fresse. Jetzt geht's hier los. Itchin. Ja, krieg ich wenigstens noch ein bisschen was. Ja, und Alexa. Autonomie ein bisschen erhöhen und hier halt nochmal durchjagen. Ja, und den Rest haben jetzt die Brujaden, die relativ lustig sind. Aussehen jetzt. Ja, 60% gegen meine Mübulanz her, okay, relative Stärke. Vertrauen, ja, diplomatischer Ruf, hat insgesamt mehr als 60 Grundstolpen. Oha, geht das jetzt schon los? Naja. Frieden Wong Yang und Wu, okay. Und die wollen wieder was. Also Echin oder Alxa. Echin oder Alxa. Was bringt weniger? 1,3. Das ist ja halt immerhin nur. Okay, kriegt es Alxa. Mal zur Ruhe geben. Gut. Aber ich sollte eigentlich, ich hätte eigentlich auch das beides noch an die geben sollen, damit ich nicht so viel administrative Macht ausgebe. Naja, was soll halt, dass man da nicht drüber nachdenkt, meine ich. Shun, Chakatai, Timmys, ach, könnt ihr Timmys nicht einfach mal hier irgendwas haben? Meine Güte. Die bösen, bösen Timmys. Ihr seid böse. Nee. Ja, Jären werde ich noch an die Brujaden verfüttern auf jeden Fall. Vielleicht sogar hier hinten das alles noch. Kochin. Ja, Ming halt noch. Ja, vielleicht noch Jin und Ki und Yan. Der Rest würde ich mir aber nehmen. Halt einen neuen Dukat. Ne, warte mal, Ming. Wenn ich Krieg gegen Ming führe, dann würde ich den beiden, würde ich den Boyaden nichts geben. Ich würde einfach. Ne, die Boyaden würde ich davor sogar schon in meinen Stadt an Ming angreifen. Vielleicht vassalisieren, sobald es halt geht. Und dann hier so ein bisschen was noch geben. Das, was halt noch geht im Endeffekt. Ja. Chakatai halt leider immer noch mit den Timmys verbündet. Das ist zum Kotzen. Shun verbündet mit Wu und Ki. Ki, okay. Die Frage, ob sie durchkommen. Wu genauso. Müsste man mal auf die Meinungskarte schauen. Ja, durch Xi würden sie kommen. Und Qi vielleicht durch Ming. Müsste man gucken, wie man da hinkommt. Also. Oh, Entschuldigung. Da müsste man gucken. Ja, gut. Da müsste man echt gucken, wie viele Truppen die halt alle haben. Relativ viel.
Aber schau jetzt erstmal, was das mit den Siegeskarten auf sich hat. Das habe ich nämlich auch noch nicht mehr angeguckt. Also ich weiß, dass man, dass es dann irgendwelche Provinzen gibt, die hier irgendwie markiert werden. In dem Fall gibt es halt keine. Oder? Oder muss man einfach nur hier diese ganzen Dinge halten und dann so erobern und dann halten oder wie oder was? Ich weiß es halt nicht. Umso mehr Punkte bekommt man, ich habe keine Ahnung. Ja, Rojaden sind jedenfalls wieder relativ ruhig. Was gut für mich ist. Habe ich überhaupt einen drin? Nö. Schauen wir mal. Ach komm. Disziplin ist zwar schon nice, aber naja, gut. Gibt Besseres. Nehme ich zum Beispiel mehr Truppen haben. 3-5, 2-5. Unter anderem halt hier noch so ein. Eigentlich noch so. Zwei. Nee, einmal ein und einmal zwei so. Ja, das wäre schon ganz nice. Naja, passt schon. Kann ich mit euch Brojaden jetzt endlich mal Staatsehe. Ja, Religionsform geht also nicht. Geschenk. Ja, mehr kannst du eh nicht machen. Ja. Gut, aber da halt auf die 190 zu kommen, wird ein bisschen problematisch werden. So, große Frage. Natürlich kommt man hier durch. Also, doch keine Frage. Ja. Ach ja. Ja. Zwei neue Provinzen. Die wir gekurt haben jetzt. So, zusammenfassen. Und wenn die hier runtergelaufen sind, zusammenfassen. Ja. Was haben wir denn für eine Mission? Erlangt religiöse Einheit. Rekrutenreserve 90%. Nee, das mache ich eh nicht. Nee, 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 sowas mache ich nicht. Von wem? Von Chakatai natürlich, stimmt ja. Ja. Shun. Warte mal. Shun ist verbündet mit Wu und Qi. Also Shun, Wu, Qi. Shun, Wu, Qi. Shun, Wu, Qi. Shun, Wu, Qi. Shun. Was? Und Ki. Ach du meine Fresse, das kannst du vergessen. So viele. Deswegen habe ich im Moment noch keine Chance. Ich muss mich also erstmal weiter hier. Also Euraten muss ich fressen. Kasan vielleicht mal noch. Das Bündnis steht aber leider noch. Genauso wie bei Nogai. Steht auch immer noch. Ja gut, so selbst irgendwas jetzt zu machen. Oha, das ist natürlich nice. Das sind zwar nur die Stämme, aber die können die Timuriden ganz schön schwächen. Ist jetzt nur mal so geschaut. Timuriden würden noch locker mitmachen. Obwohl, wie viel haben die? Oh, 770 Schulden knapp. Also Dukaten. Schulden. Wie auch immer. Ja. Ach ja, Rivalen. Rivalen, stimmt. Ich sollte vielleicht auch Rivalen wieder auswählen. Außer, ja, Kant. Die Timuriden und Shun. Gut, wenn es nichts anderes gibt. Dann muss das halt so sein. Shun. Argo,
Femoriden, Fargo. Das haben sie auch direkt mich embargiert. Lustig. Lustig, lustig, lustig. Ist eingefallen, was ich machen könnte, machen müsste. Einfach weil mir das noch 5 Punkte Machtprojektion gibt. Lustig. Na, auch Stämme, schade. Admin macht Chakatai Nugai Kassan. Ja, und halt die 25 Admin macht. Das ist mir halt hier eigentlich das Wichtigste. Also könnte ich eigentlich nur noch hier oben angreifen. So. Oder hier halt mal die Euraden noch. Usbekistan 72, ne? Da. Jären. Gründet mit Korin. Könnte ich direkt 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Indem ich das halt alles den Boyaden gebe. Auch wenn die nur hierauf und hierauf was haben, aber hier hinten, ich glaube, das kriegen die auch noch hin. Das alles noch zu halten. Ja. Jären und Korin. Schauen wir doch direkt mal, wie viele Truppen die haben. Jären und Korin. Jären und Korin. 7. Also haben sie 15. Bin ich ja schon besser mit meinen 18. So, du läufst dorthin und du läufst dahin. Oder dann lauf einfach mal dorthin. Ja, koch ihn halt angreifen. Und an die Boyaden meine ich. Ja, ist halt, weil sie gerade hier zusammenlaufen. Oder gelaufen sind. Aber es ging schon noch. Ja. Na dann. Hier unten stehen 5000, da drüben stehen nochmal 2000. Dann haben wir ja schon die 1000. Ist ja lustig. Wir können. Oh, wir können doch 18 stehen. Dann hab ich eine Idee. Handelseinfluss, Steuermodifikator, Reserve, das zeitlich begrenzt ist. Steuermodifikator. Ich mach so scheiße wenig Geld. So, dann kriegt jeder hier seinen Anführer. Und du den schlechteren. Erklären wir Korin den Krieg und holen Jären mit rein. Als direkten Kriegsverbündeten, weil die ja nur mit Korin verbündet sind. Ja. So, welcher ist das? Der 1-1er? Okay. Der andere läuft dorthin. Eins langsamer. Wie gesagt, wir sind hier fast nur Kriege. Also, oder eigentlich nur Kriege. Am 27. Oktober, am 2. oder 4. November. Beguna, nee, also am 4. Ja, dann kommt es jetzt dort zum Kampf. 13. und 13. Alter. Das ist eng gewesen. Also richtig schön knapp.
Hier, dass ich die noch erwische. Okay. Ja, die waren jetzt easy zu besiegen, meine ich. Na dann, sehr schön. Lauf schon mal nach Yurim. Und du läufst ihm gleich hinterher. Und zwar jetzt. Ja. So, fassen wir es zusammen. Hier oben ist. Also hier oben sind sie schon. Dann laufe ich jetzt mit denen hier erstmal nach da, parallel zu denen. Jetzt laufen sie wieder hier hin. Die haben halt aber den besseren General. Was nicht so geil ist. Hier. Das war die größere Hälfte davon. Läuft jetzt einfach mal nach da. Noch mit rein. Jetzt sind nicht mal mehr gebraucht, die drei. Okay. Dann lauft ihr drei wieder hier hin zurück. Hier 7,1, lauft den einfach mal hinterher. Yang Xu hat Jaren den Krieg erklärt. Na, herzlichen Dank. Kleiner. Scheiß Yang Xu. Yang Xu. Die wollen sich halt jetzt auch bereichern. Aber das lasse ich nicht zu. Okay. Die fliehen nach Yongyang, also da, wo die eh schon drin stehen. Und die nach Tuvan. Dann lauf nach Tuvan. Und Tuvan. Und die laufen jetzt hier runter. Okay, die haben wir besiegt, war ja logisch. Halbieren wir die hier einfach mal. Und die hier einfach nochmal. So. Ja. Okay, das ist schön. Okay. Ach, die fliehen nach ganz hier hinten. Okay, schön. Von mir aus. Halbier ist die. Und die laufen nach dort. Die laufen hier hin. Nach Udi. Was besetzt ihr mal das? Ihr lauft mal mit dort rein. Und lauft nach Udi.
Sehr schön, super. Sowieso schon alles besetzt, also bleibt hier stehen. Ihr lauft einfach mal mit hierher. Ja, ach, hier unten, die habe ich ja auch noch. Naja, jetzt gebe ich den Bojaten. 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 Ojaten. Ojaten. Auch das noch. Hier, das schenke ich euch. Bitte schön. Bitte. Hier habt ihr. Nehmt das. Nee, ja. Ja, jedenfalls kriegen das jetzt alles die Bojaten. Das hier oben und das hier unten auch. Das nehmen sie sich ja eh schon. Und das hier hinten gehört dann halt Yangzhu. Die Yangzhu. Oder wie auch immer man die ausspricht, die Typen. So, Bojaten. Und Bojaten. Dürfen sich jetzt alle in. Mann. Oh, gibt's denn das? So, hier treffen. Oh ja. So, jetzt aber. Ja. Na dann. Ja, ich weiß, Corin will schon Frieden. Ich muss aber erst Frieden mit denen hier schließen. Mit Jären. So, Jären. Na 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 na. Ja, die geben es mir leider nicht mehr. So geben sie es mir aber noch. Okay, ist 90? Wahnsinn. Werden und wird große Unruhen in ihrem Land auslösen, sollten sie ablehnen. Geil. Ja. Ist besser als zu erwarten. Finde ich lustig. Und hier, Corin. Gib mir einfach noch ein bisschen Prestige. Und schon passt das und noch ein bisschen Kohle. Hopp. So. Na dann. Sind wir raus aus dem Krieg und haben riesige Bojaten. Karakoyunlu, willst du mich verarschen? Wieso sollte ich mich mit dir verbünden? Du magst mich zwar, aber.
Die Osmanen werden dich nicht in Ruhe lassen. Also nein. Ich will mich eher mit den Osmanen verbünden oder lieber mit den Osmanen verbünden. Und ja, so schaut das aus. Mit Böhmen verbündet, natürlich. Wenn ihr nichts anderes zu tun habt, verbündet euch mit Böhmen. Finde ich geil. Immer wieder nice. Mit Böhmen. Lustig. Halbieren wir. Nehmen ihn raus. Einen hier runter und einen lassen wir da drüben einfach. Naja, nur um die halt mal ein bisschen zu unterstützen, falls es eng werden sollte. Ja, habe ich eigentlich noch Unruhen? Ach ja, hier unten. Ja, gut, von mir aus. Ja, und an der Stelle machen wir auch Schluss. Ich sag Tschüss, euer Mr. Barker.